Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Veganerial Kitchen. Ich mache heute mit euch einen Klassiker, der eigentlich in keiner Küche fehlen darf. Gebratene asiatische Nudeln mit knackigem Gemüse, einigen Sprossen. Und wir haben hier den Wuna, das ist ein pflanzlicher Thunfisch. Und die Mona wirft mir mal den Beutel zu und hier ist er schon. Wirklich ein tolles Produkt, was ich einerseits kalt, zum Beispiel in Mayonnaise-Spreads als Brotaufstrich, aber auch in warmen Gerichten verwenden kann. Ne? Italienische Küche ist da ein Thema, aber natürlich auch die asiatische Küche. Und was brauchen wir hierzu? Wie gesagt, schönes frisches Gemüse, natürlich auch noch ein paar Nudeln, die ich anbrate. Das mache ich jetzt zuerst. Hier nehmen wir ein ganz normales pflanzliches Öl. Dann geben wir hier ein paar Nudeln rein. So, und parallel können wir in der Pfanne ein bisschen Gemüse anschwitzen. Wir haben ein paar Karotten, dann haben wir schöne bunte Paprika, ein paar Kaiserschoten, die habe ich diesmal längs geschnitten, nicht in Rauten. Ist auch mal was anderes, gerade bei einer Nudelfanne. Ja, das Ganze schwenken wir an, ist ein super einfaches Gericht, weil ich einfach nur Nudeln, die ich vorgekocht habe, zusammen mit dem Gemüse später schwenke. Damit wir hier aber so diesen typischen asiatischen Charakter reinbekommen, gebe ich hierzu diesen Nudeln noch etwas Sojasauce. Das braucht gar nicht viel zu sein. So, und beim Gemüse, dem verleihen wir auch noch ein bisschen Raffinesse. Von unserer Marke Chef einen asiatischen Fond. Hier ist Zitronengras, Ingwer, Chili mit dabei und das gibt dem Ganzen noch mal so eine schöne würzige Note. So, jetzt seht ihr schon, das Gemüse hat schon schönen Glanz genommen und jetzt können wir auch schon die Nudeln dazugeben, weil das Gemüse soll ja doch ein bisschen Biss auch noch behalten. So, und während ich jetzt hier die Hitze etwas reduziere, können wir auch schon unsere Soße, die es dazu gibt, fertigstellen. Und zwar mache ich diesmal eine Chili-Tomatensoße asiatischer Art. Hierzu habe ich von unserem Buitoni einfach ein bisschen Tomate püriert. Und die gleiche Menge etwa gebe ich jetzt süß-scharfer Thais wie Chili-Soße hier rein. Also super einfach herzustellen. Jetzt kommt hier nur noch unser Wuna mit dazu. Und dann ziehen wir noch ein paar Lauchzwiebeln mit drunter. Es gibt immer eine schöne Frische ins Gericht. Und dann können wir auch schon anrichten. Mit so einer Pinzette kann man das natürlich sehr schön aufdrehen. Die Nudeln haben genug Wärme, dass ich hier oben einfach noch mal ein bisschen Wuna draufstreuen kann. Ein paar schöne Sprossen oben drauf. Das Auge isst hier bekanntlich mit. Das ist natürlich jetzt auch ein besonders schönes Farbenspiel. Wir haben die bunten Nudeln und geben jetzt hier von dieser Thai-Tomatensoße ein bisschen außenrum. Es muss ja nicht immer die Sojasauce sein. Und dann sind wir schon fertig mit unserem Gericht. Guten Appetit. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf die nächste Folge mit euch bei Carstens Veganuary Kitchen. Also alles Gute bis dahin. Tschüss, macht's gut, euer Carsten.